So, und willkommen zurück zu Der Jagdzockt und MotoGP 14. Wie ihr sehen könnt, jetzt wieder mit Sprint Season, also mit dem Sprintrennen. So, in der zweiten Runde, ich habe beim letzten Mal hier 20 Punkte gleich erreicht mit dem Sieg, also mit dem zweiten Platz. So rum, genau das gleiche wird höchstwahrscheinlich jetzt auch so rauslaufen, weil der mit Fahrphysik Pro spielt. Okay, Semi-Pro. Also wird es wahrscheinlich auch nur der zweite Rennen wieder werden, aber es wird natürlich dicke reichen, weil dann hätte ich schon 40 Punkte und ich brauche ja nur 60, um eine Stufe aufzusteigen, um die nächste Trophäe zu erreichen. Genau, deswegen jetzt hier der nächste Rennen voraussichtlich natürlich, oder vorausgesetzt, dass er das Spiel hier nicht verlässt in den nächsten knappen 30 Sekunden. Ja. Also es geht eigentlich doch, dass man hier Gegner findet, also es dauert halt so im Schnitt so zwischen 3 bis 5 Minuten, bis hier mal einer reinkommt, aber was mir jetzt natürlich so aufgefallen ist, ich könnte fast wetten, dass die Online-Meisterschaft dann natürlich genauso ist, also immer nur begrenzt auf ein Rennen, außer natürlich man bleibt dann in der Lobby drin, weil das sind ja hier, wie ich ja beim letzten Mal ganz am Einstieg schon gesehen hatte, dass da immer so 6, 7, 8 Spieler drin sind und der Rest nur NPCs, wird es wahrscheinlich auf das rauslaufen. Dass er halt dann die Lobby verlässt, ja, dann startet er halt in irgendeiner anderen Lobby wieder mit seinem alten Stand. Nur so wird es auch Sinn geben. Und ja. Okay. Das scheint aber irgendwie, weil das hier die ganze Zeit so rumflitzt. Och nein, nicht Regen. Scheiße. Ja. Wird es wahrscheinlich hier durch Zufall irgendwie ausgewählt. Auf jeden Fall nicht bewusst hier durch irgendeinen Spieler. Egal. So, dann halt 3 Runden in Katalonien, Spanien. 4,7 Kilometer im Regen, subidubi. Naja, zweiter Platz durfte ich den noch locker schaffen. Tja, muss ich mich halt nur wieder zusammenreißen. Aber MotoGP 3 ist eigentlich nicht so schnell, also durfte ich da auch keine Probleme kriegen. Hoffe ich. Show. Genau, da diese Strecke. Natürlich die Grafik hätten sie eigentlich immer mal von vornherein machen können, auch beim normalen Karrieremodus zum Beispiel. Ist auch nicht ganz so verkehrt. Jo. Dann jetzt mal gucken, dass ich die nächsten 20 Punkte erreiche. Dass ich es dann wieder in der nächsten Strecke wieder bling macht. Genau, zack, gleich ab zur Strecke, einstellen muss ich nichts mehr. Genau, der fährt mit der Husqvarna, okay. Ah, und gleich ist dann auch schon los. Lol. Okay, das war jetzt aber eine gewaltige schnelle Ampel. Sure. Ja, der fährt jetzt auch schon und man sieht natürlich auch schon, der fährt nochmal eine ganz andere Hausnummer wie ich. Aber egal, was soll's. 3 Runden und so, das reicht locker. Weiß natürlich nicht, ob dann die Trophäe dann auch schon da freigeschalten wird oder ob man definitiv die 4 Runden fahren muss. Also die 4 verschiedenen Strecken. Das weiß ich nicht, aber das wird mir dann gleich dann in der nächsten Folge beziehungsweise hier direkt an dem Anschluss, weil ich werde nämlich, wenn das jetzt hier so weitergeht, einfach nur nochmal für euch so eine halbwegs unsichtbare Pause einlegen, bis halt hier der nächste meine Lobby joint, dass ich gleich das nächste Rennen mit hinten ran packe und dann durfte, sollte es, könnte es gleich auch bling machen, dann hat sich die Sprintrennen auch erledigt. So, das sage ich echt nur noch Sprintrennen, weil die Sprint-Season. Ja, Knoten in der Zunge und so. Ja gut, das wird wieder ein locker flockiger zweiter Platz. Ja. Wobei ich bei Regen nach wie vor noch Schwierigkeiten habe.
Ja, nee, also mit dem hier zu halten, keine Chance. Der zieht mir jetzt bei jeder Kurve weiter davon. Egal. Dann einfach schön chillen in meinem Sessel hier. Gemütlich zu Ende bösen. Und gut ist Joe Blaster XX. X. Yo. Ja, ist aber doch relativ gut, dass es alles sehr zügig geht hier. Damit ich auch dann demnächst MotoGP abgeschlossen habe und dann somit hier das nächste Spiel anfangen kann für euch. Und natürlich auch, ne, für mich. Ja. Ich will ja auch da mal Spaß dran haben und natürlich die nächste Platin-Trophäe. So. Ist aber so halbwegs auch nicht ganz verkehrt, mehr oder weniger, dass ihr, obwohl es gibt eigentlich keinen Sinn. Ich habe ja eigentlich Abstimmung eingestellt bei der Streckenauswahl. Und ja, wenn der PC das auswählt, ist es nicht wirklich eine Abstimmung. Also mit dem Zeitrennen, das war definitiv eine Abstimmung, wo er einmal er seine Stimme abgegeben hat und ich meine. Und dann ja, wurde natürlich hier das meistgewählte genommen. Hm, die gleiche Einstellung habe ich hier eigentlich auch. Nur der PC wählt aus. Hm. Ich denke mal, das gleiche Prinzip auch bei der Meisterschaft so sein. Und ja, gut, egal, was soll's. Meisterschaft muss ja eh keine Punkte holen, vom Prinzip, da muss einfach nur die Rennen irgendwie beenden. Platzierung ist auch völlig Hupe. Ja. Und dann habe ich auch automatisch hier schon die 25 Online-Rennen, habe ich dann definitiv auch alle voll. Ja, da ist ja nur noch die eine hier mit dem MotoGP-Champion dann noch, den ich holen muss. Da muss ich einfach mal nochmal gucken, wo man das hier am besten holen kann. Aber ich nehme mal an, ein schnelles Spiel oder irgendwie sowas. Ja. Egal. Das wäre ja dann vermutlich dann die letzte. Oder mal gucken, wenn ich natürlich jetzt hier nach 10 Minuten immer noch keine Lobby habe, dann hole ich halt mal schnell zumindest mal die eine Trophäe noch. Dass ich wenigstens die schon mal im Sack habe. Tjo. Und dann war es auch schon mit MotoGP alles durchgerattert, was möglich ist. Karriere, reale Events, Legendenrennen. Wisst ihr ja schon, da bin ich ja durch. Ja, jetzt hier online bin ich gerade dabei. Ja. Die Zwischendinge hatte ich auch schon alle mit hier, was ich da hier Wheelie, Stoppie und so weiter und so fort. Mir gibt das nicht. Dann ist das Ding Platin. Jo. Noch eine gute halbe Runde sind die nächsten 20 Punkte, also 40 von 60, seht ihr eigentlich dann selber in der Grafik. Dann natürlich, wie gesagt, die kleine unsichtbare Pause. Und dann das letzte Rennen hier, Sprint Season, vorausgesetzt natürlich, ich finde noch einen. Andernfalls mal gucken, kann es auch sein, dass ich die ersten Rennen mal von der Meisterschaft oder so reinpacke, weil das habe ich nämlich schon im Vorfeld jetzt mal gesehen gehabt. Dass es hier genug Lobbys offen sind mit Meisterschaften. Okay, was heißt genug? Zwei Stück. Aber immerhin besser wie nix. Ja, komischerweise waren die meisten eher Grand Prix. Aber Meisterschaft ist mir in dem Fall ja lieber, weil Grand Prix bringt mir rein gar nichts. Zumindest nicht, was die Trophies betreffen. So, noch einmal rechts und ab durchs Ziel. Jetzt dürfte dann auch gleich, sobald er durchs Ziel gefahren ist, wieder der 40-Sekunden-Countdown anfangen. Genau, da oben ist er. Jo. Egal. Zack, dann war's. 7,4 Sekunden, okay. Da fuhr der andere ein bisschen schneller. So, Statistiken werden aktualisiert. Wunderbar, weiter.
Level up 79. Super. Okay. Automatisches Speichern wieder, weil da drin ja jetzt rum ist. Was haben wir denn jetzt hier? Gute 10,5 Minuten. Ja, hier sehen wir es ja. 40 Punkte, 60 brauche ich, um Moto 2 zu erreichen. Da die grüne Markierung. Ja. Genau, dann mache ich jetzt hier, aber wie gesagt, hier mal gerade das Päuschen und starte hier mal nochmal die Sprint Season neu. Also das Sprintrennen und dann warte ich einfach wieder da, bis einer in der Lobby drin ist. Also Leute, ne? Dann sage ich mal bis gleich. So, somit dann auch wieder da. Ja, man sieht es ja jetzt hier Stufe 90, also der ist hier schon ein bisschen öfters dabei oder länger dabei wie ich. Ja, und natürlich, was man ja aussieht, Strecke, Wetter, Zufall, Zufall. Das wird es natürlich erklären, wegen was der PC das ganze Ding aussucht. Oder eine zufällige Strecke oder zufällige Wetter. Das zufällige Wetter hoffe ich mal, andernfalls würde es ja zufälliges Wetter heißen. Egal. So. Genau. Daran liegt das in dem Fall der Unterschied zwischen ja, Zufall und Auswahl bzw. Abstimmung. Ja, dachte eigentlich, das wäre genau gleich wie im vorigen Jahr auch. Ist es aber nicht, wie man hier sieht. Ja, jetzt mal natürlich nur hoffen, dass die 30 Sekunden derjenige noch drin bleibt. Dass ich hier zumindest den zweiten Rang wieder erfahre, dann habe ich ja definitiv genau diese 60 Punkte und dann somit durfte ich eigentlich aussteigen in Moto 2. Och nein. Das ist jetzt ein Witz. Scheiße. Hä? Okay, das ist jetzt natürlich doof, weil jetzt kriege ich definitiv weniger Punkte. Oh nee, muss ich echt noch mal eine Strecke fahren? Irgendwas Schnelles bitte. Naja. So, Wetter bin ich auch mal gespannt. Bitte nicht Regen. Wolkenlos, perfekt. Immerhin. Ah. 5 Kilometer. Super. Scheiße. Jetzt kommen auf einmal auf einen Schlag zwei andere rein. Das ist echt der Wahnsinn. Gut, wenn ich jetzt natürlich Dritter werden sollte. Also um die KI mache ich jetzt mal keine Sorgen. Aber wenn ich Dritter, dann werde ich definitiv keine 20 Punkte erreichen. Und wenn es dann nur 19 wären, dann fällt mir genau ein Punkt zum Beispiel. Ne? Dann würde ich jetzt hier natürlich gewaltig im Dreieck rumspringen, weil, boah, nee. Nee, und so. Ach, das war die Strecke. Na, geil. Boah. Ist das Assi? Assi. Assi meine ich. Ach, nee. Ist ja jetzt ein Witz. Hoffentlich geht einer wieder raus. Oder er kackt natürlich übelst ab. Das wäre die Alternative, die ihm auch recht kommt. Naja. Gut, gleich ab zur Strecke. Mist, sind alle da. Mahindra, zweimal KTM, okay. So. Keine Ahnung, was die jetzt alle machen, aber theoretisch sollte es jetzt eigentlich losgehen. So, ich traue der Ampel nicht mehr. Gut, den einen hat es jetzt schon mal gegen die Bande gesimmelt. Ja, und da ist der andere. Also muss ich hier definitiv versuchen, Zweiter zu werden. Was aber garantiert nicht einfach sein wird. Man sieht es auch schon, der eine da ist schon mal einiges besser wie ich, der andere hängt mir definitiv im Nacken.
So. Ja, das ist er auch wieder. So eine Miste hier. Natürlich auch genau die Strecke hier, wo ich ja eh teilweise auch schon gewaltige Probleme hatte. Egal welche Klasse und etc. Er dagegen wohl ja nicht, der vor mir fährt. Strafe 0,003333. Okay. Wegen mir. Mhm. 2,3 Sekunden auf den Osten und 1 Sekunde hinten dran. Der dritte. Also ich schätze mal, der wird mich demnächst überholen. Kacke hier echt. Ah, oder dem ist genau das passiert, wie jetzt mir gerade eben. Aber ich glaube, der hat es noch hier auf dem Motorrad runtergehauen, ne? Deswegen stand da auch Unfall dran. Da wundert es mich aber, was er so schnell wieder da ist. Egal. Das sind ja jetzt hier noch knappe 2 Runden, die ich hier irgendwie überstehen muss auf dem 2. Platz. Mann, die so müssen auch jetzt auf einmal 3 reinkommen, echt. Da darfst du wieder schön gemütlich hier zu Ende fahren. Nein, nein, natürlich nicht. Der sitzt natürlich danach dabei online. Aber wer könnte denken, weil wir haben jetzt hier genau 1:30 nachts. Und ja. Die sollen mal lieber pennen gehen. Zumindest einer von den beiden. Show. Vor allem muss ich auch noch gucken, dass ich hier mal noch einen Stream mache. Das ist ja auch gleich wieder das nächste. Es wird aber natürlich, ja gut, die Uhrzeit ist ja zwar nicht wirklich prädestiniert dafür, aber ich lasse ja eh dann 1-2 Tage später in YouTube hoch, also könnt ihr euch ja noch da angucken. Das ist einfach nur, um meine Pflicht zu erfüllen hier Twitch gegenüber. Sag ich jetzt mal so, Pflicht in Anführungszeichen. Bin natürlich da weder Partner noch sonst irgendwas, zumindest noch nicht. Aber was er nicht ist, kann er noch werden. Dem bin ich ja mal völlig offen. Schon, nichtsdestotrotz kommt jetzt dann gleich die letzte Runde. Und ich habe knapp auch wieder eine Sekunde mehr Vorsprung gegenüber dem dritten. So, das war die letzte Runde. Nein. Okay, so viel zu dem. Verdammte Axt. Gut, das war jetzt natürlich wieder suboptimal. Nee. Ja, aber der fährt wohl anscheinend auch nicht wirklich so oft. Weil sonst hätte ich jetzt den garantiert nicht eingeholt. Bleib bloß weg von mir. Scheiße. Oh Mann. Ja, da sehe ich dann gleich eine Nachricht reinflattern. Von wegen, ey. S-Hole oder keine Ahnung, was alles, was immer so Schönes kommt hier beim Multiplayer, aber die Sachen hier so gesehen, wo ich dann nichts dafür kann, wie jetzt das in dem Fall gerade eben. Weil, ja. Ich kann mich ja nicht in Luft auflösen. Wenn er meint, er muss mich da so deppert überholen, na, ist selber schuld. Oh, Endspurt. Von der letzten Kurve, das sieht sogar momentan jetzt gut aus, dass ich da jetzt tatsächlich mit dem 2. Rang beende. Ich weiß natürlich auch nicht, umso mehr Spieler drin wären, ob man da eventuell mehr Punkte kriegt. Wird man ja aber gleich dann feststellen,
Außerdem blenden es gar nicht mal, wenn ich gleich aufsteigen würde. Wäre natürlich schade, weil das würde mich nämlich ein bisschen auch interessieren. Und eventuell für euch ja dann auch, dass ihr das eventuell abschätzen könnt, wie ihr fahren müsstet. So, das ist das Ziel. Zack, doch zweiter. Sehr nice. Gut. Also jetzt komme ich definitiv auf mindestens 60 Punkte. Also somit Aufstieg in Moto 2. Und so müsste es dann auch Bling machen. So, aber noch wieder die gemütlichen 5 Sekunden abwarten. So, genau, Statistiken dann aktualisiert und... Ach ja, die sollte man noch weiter drücken. So, gut, einmal die EP. Okay, sind beide schon mal raus. Ja, mich haut es jetzt dann auch raus. Logischerweise. Jetzt kommt da die Punkteübersicht. Bam, Siegtreffer. Genau, du wurdest hochgestuft. Also kriegen wir da auch nur 20 Punkte. Okay, also wisst ihr da in dem Fall auch Bescheid. Genau, und dann sieht man es jetzt in dem Fall, wenn ich weiter zocken würde, mit 65 Punkten und drunter steige ich ab. Genau zwischen 65 und 85 bleibe ich bei Moto 2 und über 85 gehe ich auf die MotoGP. Genau, da ich das aber nicht mehr brauche, weil ich jetzt die Trophy habe, die ich will, werde ich jetzt mal kurz von online raus auf den Einzelspieler, weil hier im Grand Prix Modus, die eine Trophäe holen wir jetzt auch noch schnell mit, kann ich die... Genau das hier, offizielle Fahrer, machen, das eine Rennen gewinnen mit einem offiziellen Fahrer aus der MotoGP-Klasse. Ja, dann nehmen wir einfach doch glatt wieder den hier und nehmen wir einfach, ach ja, Valencia passt schon. So, Länge 15, ja, das passt, nur Rennen passt auch. Alle klar, dann gleich los. Holen wir mal die eine Trophäe noch, also hier... wie hieß die jetzt nochmal? Muss ich gerade mal auf einen schlauen Zettel gucken. Die Rückkehr der Champions, genau das hier. Ja, da muss ich jetzt hier einfach nur das Rennen gewinnen. Und zack, ist die Trophy auch da. Und dann natürlich fehlt nur noch die abschließende Sache von wegen den 25 Online-Rennen insgesamt plus die Meisterschaft zu Ende fahren. Gewinnen muss ich sie nicht. Ja. Das dann aber definitiv dann aus dann in den nächsten Parts. Jetzt hier erstmal noch die eine Trophäe, die Rückkehr der Champions. Hallo und willkommen zum letzten Lauf der MotoGP. Das wir dann auch noch haben. Ja, auch gleich ab zur Strecke. Völlig Hupe. Start natürlich jetzt von der letzten Position. Ja, aber die KI ist ja eh auf leicht. Somit sollte es auch gut gehen, diese drei Röhnchen da. So, jetzt muss ich mich gerade hier noch mal ein bisschen wieder umgewöhnen, weil sie jetzt wieder ein bisschen schneller ist. Hey, 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 pass doch auf, du Depp. Mann, 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 Mann. Ja, okay. Nee. Ach, das ist ja praktisch, das habe ich hier auch. Okay, alle klar. Ach Mann, das könnte mich im Arsch lecken, ey. Gibt's ja jetzt nicht. So, dann machen wir mal ab hier. So, dann fahre ich jetzt halt so. So, genau. Umso weiter ich natürlich nach vorne komme, umso weniger Probleme habe ich, weil vorne sich das Feld automatisch lichtet. So, da sind wir jetzt auch schon Erster. Genau. Jetzt einfach nur schön gemütlich nach Hause fahren. Ich habe ja immer noch viermal Rewind. Also, daran sollte es auch nicht scheitern. Und dann müsste es auch danach Bling machen. Tja, dann noch Endspurt online.
die letzten zwei Trophies. Okay, einschließlich drei mit der Platin. Aber da Platin ist ja so an sich ja nichts gekoppelt, außer natürlich alle anderen, wie gewohnt, ja freizuschalten. Herrlich. So, Runde 1 beendet. Runde 2 von 3. Also noch gute 3 Minütchen bis Blinken. Das ist eins meiner Lieblingsgeräusche auf der PlayStation. Bling! Außer echt, wenn es mehrmals vorkommt. So, das hat sich dann doch gewaltig gezogen mit MotoGP. Okay, die 25 Online-Rennen ist natürlich auch nur eine Nummer für sich, weil ich habe ja hier die Problematik, dass ich hier nicht immer sofort ein Spiel finde. Weil auch unter anderem so viele Leute spielen das Spiel nicht. Das war dann zum Beispiel in Need for Speed Rivals einfacher, bei weitem einfacher. Aber ist natürlich auch bei weitem bekannter. So. Dann haben wir noch hier die letzten Kürfchen wieder. Genau, hier noch nach links und ab durch die Zielgerade, somit dann letzte Runde. So, Lutsch. Einmal noch rumpösen hier überall. So, und dann wieder umswitchen auf online. Die letzten Rennchen absolvieren. Ja. Also in dem Fall habe ich ja jetzt momentan 4 Rennen online. Also fehlen noch 21. Wenn jetzt natürlich die Meisterschaften noch durchballern, dann fehlen immer noch ein paar. Aber die werde ich dann einfach, keine Ahnung, irgendwie auch in Meisterschaft oder irgendwie sowas fahren. Irgendwo halt da, wo definitiv schon Spieler da sind. Also da erstelle ich persönlich selber kein Spiel, sondern join einfach irgendeinem, das schon da ist. Ich fahre da noch meine 2, 3, 4 Rennchen und dann war's das. Jo. Und ist auch so ähnlich wie bei Call of Duty Advanced Warfare. Sind alles nur große Trophäen. Bis auf halt die eine, mit dem ich ja hier waren zwei Parts oder wann es da war, vor der vorletzten Folge hier mit einem aus dem Trophy-Team. Gezockt hatte. Nochmal vielen Dank hier an dieser Stelle von mir. Schön. Mein war ja nicht auch kostenlos, ne? Du hast ja selber die Trophäe noch benötigt. Ja, so. Für sowas übrigens bin ich natürlich auch ganz klar auch zu haben, ne? Also falls euch mal hier eine Trophäe fehlt von irgendeinem Spiel, was ich definitiv habe, ja, schreibt es mich einfach an und dann machen wir das fix. Ja. Eigentlich müsste es Blink machen. Tja. Tut's aber wohl nicht. Zweifelsohne ein großer Tag für ihn. Neben dem grandiosen Rennsieg erhält er zudem nämlich auch noch 25 wichtige. Okay, immer noch nicht. Das sei jetzt doof. Oder kommt das noch? Nee, wohl nicht. Das ist ja bescheuert. Hab ich da irgendwas verpasst? Das war doch Grand Prix. Ja. Offizielle Fahrer oder GP? Ach, oder war das hier? 2013. Ach, hier Champions. Oh mein Gott, bin ich dämlich. Oh mein Gott. Ja, sorry Leute, ne, aber in dem Fall mache ich das hier auch mal schnell noch mit. Verdammte Axt. So, wen nehmen wir denn da? Es ist eigentlich relativ egal, ne? Hä?
Die Rückkehr der Champions. Ja gut, das war eigentlich klar, ne? Wenn der Name so heißt. Ach, nehmen wir es einfach. Den und gut ist. In... Ja, nehmen wir hier wieder Valencia. Genau, los. Oh Mann, ist das dämlich. Scheiße. Voll verkackt. Ja. Wer lesen kann, ist gleich ein Vorteil. Ich hasse allerdings solche waagerechte Menüs, weil da sehe ich das immer nie. Keine Ahnung warum. Blind bin ich nicht. Kontaktlinsenbrille habe ich auch nicht. Also, vielleicht sollte ich mir da mal eine zulegen. Scheiße. Heißt ja auch die Rückkehr der Champions. Und ich nehme da einen aktuellen. Mist. Ganz hell. Naja. Dann ist halt nochmal fix. Cooler Helm. Scheiße. So. Dann fahren wir jetzt mal mit dem Gartner. So, alle weg hier. Gut, aber selbst hier habe ich auch die Rewinds, also dem ja wieder kein Problem. So, ein paar Plätze wieder gut gemacht. Hier jetzt genauso. So, hier auch. Oh shit. Ja, okay. Keine Verwarnung, nichts, wunderbar. Platz 1, jetzt einfach nur gemütlich nach Hause fahren. Scheiße hier. Fuck. Jo, das ist so ein bisschen peinlich, ne? Ihr werdet wahrscheinlich schon gedacht haben, hey, was macht denn der? Ja. Im Eifer des Gefechts. Falsches Rennen. Subidupi. Besser wäre es natürlich, wenn das Ding jetzt als Online-Rennen zählen würde, macht es aber nicht. Jo. Aber naja, die Strecke geht da eigentlich doch relativ zügig, also dem her macht das jetzt eigentlich auch nichts. Ich habe ja auch schon mal den einen Part gehabt, der hier ein MotoGP über 40 Minuten. Da bin ich jetzt in dem Fall immer noch drunter, also. Sollte das dennoch für euch kein Problem darstellen. 1,36, also knapp auch nur 4 Sekunden länger wie die derzeitige MotoGP-Klasse. Brauche ich hier zumindest mit dem Moped hier. Ist ja nur ein 500er. So. Was man nicht alles macht für eine Bronze Trophy. Ja. Also wisst ihr ja hier auch schon, es kommen demnächst wieder neue Games. Wenn ich also dann mit dem hier fertig bin. Ja. Nachdem wir die Online-Rennen, das werden vermutlich. Wenn sie normale Meisterschaft ist, sind es 18 Rennen. Ja, das heißt ungefähr ja, 17, nein, ich meine 18 Rennen, das hat heißt, über 9, ja, 8 oder 7 Parts. Noch eventuell, je nachdem wie das dann aufgebaut ist. Ja, dann ist das Ding dann auch Platin. Und ja, dann kommt logischerweise sofort instant danach das neue Game. Welches es noch sein wird, weiß ich noch nicht. Hier, zack. Letzte Runde. Endspurt noch 1 Minute 35 bis zur Trophy, hoffe ich. Außer ich habe jetzt wieder die falsche Kategorie. Aber Moto 2 und 1 scheide definitiv aus. Und Champions gibt es ja nur die Kategorie, also dürfte das hinhauen. Man sieht es auch schon in Mopeds etc. wie Babo, dass die das logischerweise ältere Bikes sind. Show. Ah.
gute halbe Runde jetzt wieder. Mei, das ist echt, oh, wie kann ich nur MotoGP auswählen? Oh, das regt mich jetzt gerade immer so ein bisschen auf. Jo, aber das ist ja wieder heißt hier 100% ungeschnitten, ne? Also hier bei mir da im Intro meiner Videos. Ja, das ist live so gesehen. Gedenkfehler würde ich gerade sagen. Ja, gut, das passt aber in dem Fall auch wie die Faust aufs Auge. Ja, einfach ein Denkfehler. Oder in dem Fall ist auch nicht die Beschreibung der Trophäe ein bisschen hier dumm geschrieben. Nenne ich es jetzt mal einfach mal so. Oder ich bin einfach nur zu dumm, das zu kapieren, egal. Auf jeden Fall müsst ihr es jetzt dann gleich bling machen. So. Bling, die Rückkehr der Champions. Also geht doch. Endlich. Gut. Genau. Dann war das ganze Gedöns hier alles ab. Bitte warten. Jojo. So. Ja, bla. Weiter. So. Alle klar. Gut, dann sag ich mal, bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen und nach der Anspannung des in der Rennens nächsten Folge, da labern mich hier gerade dazwischen. Auf jetzt, lass es, genau. So, und dann sieht man sich in der nächsten Folge wieder mit meinen Online-Rennen, also die ganz normale Online-Meisterschaft werde ich dann da mal angehen. Und natürlich auch hoffen, dass ich hier die 25 Online-Rennen auch noch voll kriege und dann habe ich automatisch auch die Platin. Also Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Ciao und Servus.